Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Final Fantasy VII, dem Yuffie DLC. Ich habe eben nochmal meine Materia so ein bisschen angepasst, beziehungsweise es gab nicht viel anzupassen. Ich habe nur nochmal kurz geguckt, was habe ich Schönes, was mache ich am besten, ne? Und ja, ich habe einmal Waffenmodifikationen bei Yuffie vornehmen können, bei Sonon leider nicht. Aber naja, hoffen wir mal das Beste. Zielpersonen sind anwesend. Bereit? Feldtest mit Zwiet initiieren. Wollen wir mal beginnen? Ich will nicht. Sag mal, arbeiten etwa nur Bekloppte bei Tindra? Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Okay, dann erstmal Analyse, mein Freund. Nero. Wirksam ist nichts, habe ich mir irgendwie gedacht. Dieses Mitglied einer Eliteeinheit von Deep Ground, die sich Zwiet oder Zwiet, was auch immer nennt, ist auch als Nero der Dunkle bekannt. Er manipuliert die Macht der Finsternis und verschlingt mit ihr alles, was sich ihm in den Weg stellt. Analyse, nicht wirklich. Ja, wenigstens aber das. Yeah!
Selberlästiges Ungeziefer. Oh, die Schattenschwingen kann ich auch angreifen. Okay, aber lieber direkt auf Nero. Ich will dich ja eigentlich nicht hetzen, aber wir sollten von hier verschwinden. Ich brauche eine Pause. Dann pack ich dich. Bäh. Nein, danke. Thank you.
Du Idiot! Ich bin kein Kind! Ich bin nicht deine Schwester! Alleine wird das nichts. Wer will mein Handlanger werden? Bitte einmal melden! Tja, ihr Lieben, das war's. Vorerst. Sonan hat sich leider für uns geopfert. Sag mal, Barrett, gehen wir wirklich zu Fuß? Klar doch. Ist ganz schön weit bis Kalm, oder? Einen ganzen Tag werden wir schon brauchen. Eine Frage. Wenn meine Mutter ein ganzer Tag sagt, meint sie vom Aufstehen, bis man abends ins Bett geht. Aber für mich ist ein ganzer Tag eigentlich vom Morgen bis zum Morgen des nächsten Tages. Wie siehst du das, Barrett? Ich stimme Elmira zu. Bin ich froh, wenn ihr meint. Cloud, du musstest bestimmt ständig von morgens bis abends durch die Gegend latschen. So als Elite-Soldat. Kam vor. Aber nicht ohne regelmäßige Pausen. Vor allem du brauchst die. Ja, ja, weiß ich doch selbst. Na, so eine Reise ins Unbekannte ist riskant. Aber ihr habt ja euren verlässlichen Anführer. Haben wir ein Glück? Das habt ihr. Okay, jetzt bleiben wir alle mal kurz stehen. Atmet einmal alle tief ein. Oder lieber doch nicht. Sind wohl noch zu nah an der Stadt. Frische Luft gibt's später. Marco Stadt Midgar, leb wohl. So etwa? Ja, gut. Genau so. Gut. Da kommt wer! Sieh mal! Halt!
zu entschuldigen. Seht mal! Hier gibt's kein Dach? Alles okay? Seltsam. Mir ist so anders. Ach, du hast bestimmt nur Hunger. Weiter geht's! Es ist lange her. Wie geht's? Na, alles schick? Hör mal. Sorry. Bin zurück! Tja, da ist der gute Zack halt falsch angekommen. Eris ist nicht da. Ah, schön. Ah, gerade nach dieser scheiß traurigen Szene, dann das nochmal zu sehen, das tut jedes Mal so gut. Einfach nur schön. Vor allem, wie Barrett auch dieses Lied von den Schokobos dann gesummt hat. Ah, sehr, sehr schön. Und wie die beiden Mädels dann gegen den alten Opa da so gefallen sind, so, ja, nichts zu entschuldigen, ne, da freut er sich doch garantiert, wenn die beiden da so ein bisschen kuscheln kommen. Aber ich bin echt froh, dass ich den Endkampf so gut hingekriegt habe. Ich hatte ja wirklich ein bisschen Angst, es war ja schon sehr episch, damals meinem Freund dabei zuzuschauen, wie er das dann auf normal sogar ja schließlich gemeistert hat, also... Deswegen, dafür ging es. Aber bei der letzten Phase, vor allem, wo wirklich dann die Dunkelheit so alles langsam verschlungen hat, da hatte ich schon so ein bisschen Schiss. Aber ist ja zum Glück echt sehr gut nochmal gegangen. Ah, ja. Ich denke mal, ihr seid sehr gespannt, wie es in Rebirth weitergehen wird. Also ich war auf jeden Fall damals so, what? Vor allem der arme Zack, weißt du, der übt schon, wie er sich bei Eris entschuldigen kann, dass er nach all der langen Zeit doch zurückgekehrt ist. Und dann so, ja, okay, ich gehe jetzt einfach rein, wird nix. Und dann ist sie einfach nicht da, sondern die ganzen Leute aus Sektor 7, die evakuiert wurden. Was Yuffie dann ja auch zum Glück aus sicherer Entfernung mit angesehen hat. Und ich find's erstaunlich, weißt du, diesen wirklich verzweifelten, aus tiefster Seele kommenden Schrei von Yuffie. Da weiß ich inzwischen, wie der aufgenommen wurde von der Synchronsprecherin. Also ich habe nicht mit ihr geredet, aber es gibt ein Video, vielleicht verlinke ich das hier nochmal, wo Cloud, Zack und, also beziehungsweise natürlich die Sprecher von Zack, Cloud und halt von Yuffie in einem Studio waren zum Interview und ein bisschen über ihre Rollen und über Rebirth schon mal ein bisschen ohne Spoiler geredet haben, über ihre Arbeit einfach. Und die Yuffie-Sprecherin hatte auf jeden Fall gesagt, dass die Regie da irgendwie total die Späße gemacht hat. Die haben total gelacht und gelacht und gelacht. Die konnten sich gar nicht mehr einkriegen. Und dann auf einmal hat sie gesagt, okay, wartet, ich hab's. Hat eben diesen Schrei aufgenommen und danach weitergelacht. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt hat. Weil das ist ja wirklich so ein schlimmer Schrei. Also ich hätte danach wahrscheinlich irgendwie geweint oder sowas.
bei all dem Scheiß da auch, der da abgegangen ist, bei diesem sadistischen Schwein Nero, war ja klar, dass der nicht tot ist. Der ist nicht so leicht zu killen, denke ich mal. Aber, alter Schwede, nee. Aber sie hat auch gesagt, so von wegen, kommt wahrscheinlich wegen der Gewohnheit schon inzwischen, ne? So lange, wie man den Job halt macht, ne? Irgendwann catcht einen das nicht mehr so. Sonst hätte, früher hätte sie das wahrscheinlich auch mehr mitgenommen. Aber so, ja komm, shit happens, ne? Vor allem ist die Sprecher sowieso kaum was von den Spielen zu sehen bekommen, wenn überhaupt so Silhouetten, wo noch die Charaktere keine Haare haben, wo sie sich dann zusammenreißen müssen, ernst zu bleiben, obwohl das dann total bescheuert aussieht. Und solche Sachen, ne? Ansonsten hören sie nur die Originaltexte oder die Texte auf Englisch auf jeden Fall und dann irgendwie müssen sie sich daran orientieren, auch wann sie ihre Pausen machen, wann sie wie was betonen, etc. pp. Ansonsten, so wie beim Film oder sowas, dass sie wirklich die Charaktere sehen, um das selber lippensynchron dann abzupassen, wie auch immer, dürfen sie gar nicht. Aber egal, bevor wir weiter aus dem Nähkästchen hier plaudere, weiß der Unbefleckte, ein neuer Gegner wurde im Kampfsimulator im Shinra-Gebäude hinzugefügt. Will ich, das ist die andere Frage, ich glaube nicht. Wähle Kapitel 17 in der Kapitelauswahl aus, um dich ihm zu stellen, nachdem du die Hauptstory abgeschlossen hast. Ja, das habe ich ja sowieso. Ein weiterer Gegner wurde zudem dem Kampfsimulator in Kapitel 2 von Intermission hinzugefügt. Genau, Intermission hieß ja das ja die ganze Zeit. Ich wusste nur noch irgendwas mit in, aber ich wusste nicht mehr genau wie. Deswegen mal gucken, ob ich dann wirklich die Parts Yuffie DLC genannt habe oder Intermission, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Ja, dann können wir nochmal speichern. Aber ansonsten war es das dann. Wie es weitergehen wird mit der Geschichte, erfahren wir dann in Rebirth. Was ich jetzt zum Glück schon sehen kann, genießen kann, wie auch immer. Aber zum damaligen Zeitpunkt, wo ich erstmal das Yuffie DLC dann gesehen habe, war ich ja schon froh, überhaupt wieder was gesehen zu haben. Aber wie sie dann schon von Calm reden, wo es ja dann weitergeht mit der Vergangenheit von Sephiroth, wo er noch gut war. In Anführungsstrichen, er hat schließlich für Shinra gearbeitet, aber wie er noch gut war. Und das Ganze, ne, da dachte ich so, oh, ich will das jetzt sofort sehen, ich will wissen, wie es weitergeht und wie ist das überhaupt jetzt mit Zack und sowas, ne, was soll denn das jetzt, wieso ist er am Leben, wird er Aeris wiedersehen und so weiter und so fort, ne, aber ja, wir werden es auf jeden Fall noch gemeinsam erfahren, ihr Lieben. Und die, die genau wie ich Rebirth bereits spielen oder vielleicht auch schon bei jemand anderem gucken, guckt es bei mir dann trotzdem nochmal bitte. Ja. Ne? Ich bin auf jeden Fall noch dabei, es privat zu genießen und werde es aber definitiv natürlich danach dann irgendwann auch let's playen, ist ja ganz klar. Muss irgendwas trinken? Hilfe. Ah, du kannst das Hauptmenü momentan nicht schließen. Oh nein! Wähle über die Kapitelauswahl unter System ein Kapitel. Ein Kapitel, um es neu zu spielen. Kannst unter System auch zum Titelmenü zurückkehren. Aber vorher solltest du deinen Endspielstand speichern. Da du ihn sonst verlierst, ja, habe ich ja. Kein Problem. Gut, das waren dann kurze Credits. Das war ja dann wirklich nicht lang. Stört mich nicht. Ja. War doch auf jeden Fall schön. Vielleicht jetzt ein bisschen abrupt. Aber es ist ja auch nur ein kleiner Vorgeschmack eigentlich noch auf Rebirth. Und ja. Wir können es ja bezüglich Sohn und auch noch damit trösten, dass er jetzt wieder mit seiner Schwester vereint ist. Im Lebensstrom. Aber so zu sterben hat er echt nicht verdient, der arme Kerl. Das war schon sehr böse. Und wie gesagt, ich bin auch sehr sicher, dass wir die in Rebirth noch wieder treffen werden. Oder zumindest im letzten Teil des Remakes. Aber wahrscheinlich schon in Rebirth ist irgendwie anzunehmen. Und ich bin gespannt, wie. Und was dann da noch so abgehen wird. Wie gesagt, nett geht anders, haben wir ja gesehen. Aber gut, bevor ich weiter hier sinnlos rumlabere, es ist nun mal vorbei. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit allem, was hier passiert ist. Denke ich doch aber mal. Und ja, wir sehen uns spätestens bei Rebirth wieder, würde ich sagen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und sage bis zum nächsten Mal bei was auch immer. Ciao!